So. Multidimensional Publishing. Ich bedanke mich eigentlich für meine Vorredner, die vielleicht bei Ihnen und bei vielen meiner Kunden im Verlagsbereich das auslösen, was wir alle immer erleben, nämlich Komplexität nimmt im Publishing-Geschäft für Verlagskunden immer mehr zu. Wir haben eben die Charts gesehen, Printerlöse sinken, die Online-Erlöse steigen, wie bin ich dabei, die Zielgruppen werden immer komplizierter, Devices immer mehr, die Lifestyles auch, wir lesen das alle täglich, wir hören Vorträge wie eben und das gilt für Verlage umso mehr. Und Springer, das mag ich Ihnen da attestieren, Sie sind ja wirklich sehr weit vorne, Sie haben diesen Prozess sehr früh begonnen. Vielleicht können wir nach dem, was ich erzähle, einiges nachvollziehen von dem, was Motivation war für das, was bei Ihnen dort passiert ist. Ich möchte das anhand eines Modells Multidimensional Publishing entwickeln, das wir entwickelt haben. Und mit diesem Modell möchten wir hauptsächlich die immer komplexer werdenden Rahmenbedingungen des Publizierens aufzeigen. Also Dinge, die im Einzelnen bekannt sind, einmal so zusammenzufügen, dass dieses wirre Alltagsveränderungszeug eine Form bekommt und man daraus auch Strategien ableiten kann, wie das Publishing-Business richtig läuft. Und dazu ziehen wir einen Publishing-Raum auf, der ist dreidimensional. Und die erste Dimension dieses Publishing-Raums ist etwas ganz, ganz Klassisches, das sind die Zielgruppen. Publizieren nach Zielgruppen ist das ganz alte Muster, das ist Kerngeschäft von jedem. So wurde immer gelehrt, Männer, Frauen, wir haben hier die Sinusmilieus, die wir als Beispiel verwenden. Es gibt ja auch von der ARD und den ZDF Typologien für Mediennutzer und Sie, jeder von Ihnen, jeder Verlag hat ganz spezifische Zielgruppen. Und natürlich muss ich Inhalte für jede dieser Zielgruppen als Publisher unterschiedlich aufbereiten. Das ist bekannt, das wird auch immer so bleiben. Was es aber komplizierter macht, ist die zweite Dimension dieses Raumes, die wir aufziehen wollen. Das sind die Devices. Es fing so in den 90ern langsam an, als das Privatfernsehen und das Privatradio kamen. Das bezeichne ich hier im Übrigen frei mal als Device, denn auch dort waren Verlage aktiv am Anfang. Dann kam das Internet und viele der Verlage sind heute damit ja schon reichlich gefordert und überfordert, das zu managen, nämlich Inhalte nicht nur für Zielgruppen, sondern auch für das Device, Print und Internet aufzubereiten. Im Weiteren gab es dann Mobile, neu die E-Reader, Tablets, Out-of-Home-Kommunikation und es gibt die ersten Fälle der Bibel auf den Spielekonsolen. Auch die Augmented Cases und da ein Kompliment zu Ihrer App in der Kürze, dass Sie das ausprobieren. Die Augmented Cases gehen los und wir arbeiten viel zusammen mit dem Büro Trend One in Hamburg. Da gibt es die ersten Fälle, dass Inhalte auf Kontaktlinsen gebracht werden. Mann! Dafür diese Komplexität hinzubekommen, wir haben das von Ihrem Newsroom eben gehört, Herr Riese, das ist gewaltig und auch das Verständnis dafür zu entwickeln, Inhalte nach Zielgruppen und Device aufzubereiten. Leider bleibt es nicht dabei. Denn die dritte Dimension ist ins Spiel gekommen mit den vielen Devices, das sind Zielsituationen. Die gleiche Zielgruppe, der gleiche Leser, nennen wir ihn mal so im Kern des Print-Business, hat mit dem gleichen Device, seinem Smartphone, in unterschiedlichen Situationen ganz andere Anforderungen an die Inhalte. Wenn ich im Café sitze mit meinem Smartphone oder am Flughafen, dann möchte ich mich schnell informieren. An anderen Stellen möchte ich durchaus länger lesen, wir haben es eben gehört. Und wenn ich auf der Facebook-App des Publishers bin, dann möchte ich mit ihm interagieren und bei Stores möchte ich kaufen. Das heißt, je Zielsituation, in der sich der Nutzer befindet, Unterhaltung, Interaktion, Information, Gestaltung, Spielen und Kauf, sind die Anforderungen an die Inhalte ganz, ganz, ganz andere. Und wenn wir diese drei Achsen zusammenpacken, dann ergibt es den sogenannten Publishing-Raum, in dem alles Publizieren heute stattfindet.